Das Jugendfreizeitheim Glockenheide in Norderstedt. Nicht nur Freizeittreff für Jung und Alt, auch der perfekte Ort für große Ereignisse jeglicher Art, zum Beispiel für Buchpräsentationen und Vorlesungen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch ich hier mal auftauchen würde. Vorbildlich haben die Organisatoren an genügend Stühle gedacht. Und für mich war besonders ein Stuhl interessant. Auch die ersten Zuschauer trafen langsam ein. Schnell noch alle Bücher sorgfältig aufgebaut. Dann ging es endlich los. Der erste Beitrag des Abends kam von Petra C. Melzer. In ihrem Buch Feenlied geht es um die 16-jährige Kaya, die eigentlich eine ganz normale Jugendliche ist. Doch dann erfährt sie von einem Jungen namens Tristan, dass sie eigentlich eine Fee ist und als einzige das Feenreich Mentora befreien kann. Ein Fantasy-Roman, der besonders für junge Mädchen interessant sein dürfte. Als zweites war Kim Riley an der Reihe. In ihrem Buch Fetid Shadow begeben sich der gefallene Engel Azrael, der Höllenfürst Samael und die junge Frau Evelyn auf eine Reise, um herauszufinden, was es mit Evelyns Verwandlung auf sich hat. Für mich als Dämonenfan war dieses Buch ja schon interessant, doch auch die Schutzengel, die in der Geschichte auftauchen, haben es mir angetan. Ich selbst war mit meinem Fantasy-Roman Die Reise nach Garderon vertreten. In der Geschichte muss der Antiheld Kona sich mit seinen Gefährten auf den gefährlichen Weg nach Garderon machen, um dort den schrecklichen Gott Zorg zu besiegen und die Welt von seinen schrecklichen Lakaien zu befreien. Ganz anders geht es da schon bei Jessica Byrne und ihrem Buch Goldschätze des Lebens zu. In dem philosophischen Werk geht es um Dankbarkeit und bewusstes Leben, etwas, das ganz die positive Ausstrahlung der Autorin widerspiegelt. Zu guter Letzt kamen Marlene Franke und ihr Buch Küss mich Vampir. Darin geht es um Vic, deren Leben völlig auf den Fugen gerät, als ihr Vater erneut heiratet. Nach einem Streit macht sie sich auf die Suche nach ihrer Mutter und ahnt nicht, dass sie sich damit in große Gefahr begibt. Und dann ist da noch Joseph, der angeblich ihr Feind sein soll. Das war also mein kleines Video über die Vorlesung in Norderstedt. Heute auch zum ersten Mal mit bewegten Bildern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag und bis bald.